Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Bei mir ist der Niklas. Hallo. Und, warte. Hey, okay. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns ein wunderschönes Thema rausgesucht. Willst du es sagen? Wir haben uns als Thema rausgesucht diverse Online-Shops, wie zum Beispiel Saturn, Mediamarkt, Amazon etc. Und wenn die mal, und werden die mal so auf ihre einzelnen Punkte, wie zum Beispiel Preis-Leistungs-Verhältnis, Service und andere Dinge bewerten. Dazu ist aber nicht nur gemeint Online-Markt, Saturn, Mediamarkt, sondern wir gehen auch mal auf die Lokalmärkte ein, wie es mit Beratung und sonst irgendwas ist, und sagen einfach mal unsere Meinung dazu in den Raum, und ihr könnt eure Meinung natürlich wie immer unten in die Kommentare ballern. Ballert so. Sie rein. Guck mal, der Baggersee. Hier wird nur rumgebaggert. Ja, 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 ich weiß. Ich habe in den Kommentaren von euch bekommen, ich soll mit den schlechten Witzen aufhören. Nö. Guck dir das mal an, Niklas. Siehst du das? Was? Guck mal da. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oben links in der Ecke. Ja, 60. Die Kacksau läuft mit 60. Ich weiß nicht, was los ist. So. Ich bin auch froh. Also, Mediamarkt Saturn. Dun, dun, dun. Oh nee. Also, was mir als Allerschlechtestes bei Saturn und Mediamarkt auffällt, ist, dass zum Beispiel Videokabel, habe ich ja bereits eine Folge drüber gemacht, übertrieben teuer verkauft werden. Zum Beispiel dieses HDMI-Kabel, 3 Kilometer lang, für 25.000 Euro. Obwohl die Länge überhaupt nicht interessiert, beziehungsweise die Qualität, sondern weil es ein Digitalkabel ist, es einfach funktionieren sollte. Warum will eigentlich keiner einsteigen? Laber du mal weiter, ich gucke, warum die nicht einsteigen. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Ja, Skype funktioniert ja gerade nicht, okay, so, okay. Ja, was bei Saturn extrem, also und Mediamarkt ist ja dasselbe, es gehört ja zur gleichen Holding. Was da extrem spinnert ist, ist diese Verfügbarkeit im Markt. Wenn man wenn man sich online was aussucht, was vergleichen will, und dann guckt, ob das in dem im Markt in der Nähe verfügbar ist, sagt er mir jedes Mal, ist nicht. So, dann fahre ich da hin, ist es auf einmal doch da. Ja, natürlich. Und dann zu einem völlig anderen Preis. Das ist echt scheiße. So. Und zudem sind die auch äußerst teuer. Also GameStop und so, klar, es ist immer teuer. Aber wenn er jetzt mal so in einem lokalen, mir fällt jetzt keiner hier ein, der bei uns in der Nähe ist, der jetzt hier in der Nähe ist, die sind extremst teuer. Eine Tageskarte! Was? Man muss auch dazu sagen, kauft auf Amazon, weil es ist normalerweise so, ich weiß nicht, ob du das kennst, Niklas. Ja, was? Stell es dir vor. Ich gehe wieder in meine Stell-es-dir-vor-Position. warte, ich muss mich gerade konzentrieren, dass ich hier den Tunnel treffe. Lichtfragezeichen. Also, stell dir vor, du gehst in den Saturn- oder Mediamarkt und suchst als Laie nach einer Grafikkarte, die in deinen Computer passt. Gehst in Richtung Computerabteilung, weil Waschmaschinen willst du ja nicht kaufen. Und dann steht da einer, den du fragen könntest. So ein Ali. Dann steht da irgendeiner. Okay, du gehst auf den zu. Und so 5 Meter vor dir ist der weg. Einfach weg. Du hast keine Ahnung, wo der hin ist, aber der ist weg. Das ist bei mir jedes Mal so. Okay. Und deswegen, wenn ihr bei Amazon einkauft, guckt unten drunter in die Fragen, in die Rezession. Da wird euch mehr beantwortet, als ihr im Mediamarkt jemals bekommt. Und normalerweise ist es 30.000 mal günstiger. Wobei, bei Amazon habe ich auch sehr viel Scheiße gelesen. Ja, es gibt natürlich Leute, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, hier das Logitech G930. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Natürlich habe ich das. Natürlich, ja. Da hat man auch sehr, sehr schlechte... was heißt jetzt also nicht schlecht gegenüber dem Produkt und über der Marke, sondern
über den Preis und über irgendwelche unseriösen Hersteller. Guck mal, ein Arschloch haben wir. Holländer. Alter, fahr! Ich brauch Platz, du Penis. Alter. So, Amazon ist keine sichere Quelle, das ist halt so. Was ich aber schon im Saturnmarkt geschafft habe, Tatsache, du gehst durch den Saturn, suchst dir dein Produkt im Internet auf Amazon raus und dann gehst du zu dem Typen und sagst, hier, guck mal, ich habe dieses Produkt für 20 Euro billiger im Internet gefunden. Sag mal was. Kriegst du günstiger. Ich habe schon 5-6 Mal geschafft, dass die dann sagen, okay, wir geben es dir für den Preis. Und dann kannst du es direkt mitnehmen. Da müsst ihr aber sehr, 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 sehr freundlich sein. Ist vorteilhaft. Manfred, halt die Fresse. Entschuldigung, es ist wieder... Manfred geht mir hier auf die Eier. Okay. So, da müsst ihr ganz vorsichtig... Geliebter Verkäufer, bitte. Ich habe dieses Produkt im Internet gefunden. Wenn er nein sagt, dann kauft er es halt im Internet. Aber wenn ihr Glück habt, könnt ihr es Tatsache mitnehmen. Wenn er sagt, nee, renn ich dem einfach weg. Nimmst es dir und rennst weg. Nein, nicht nachmachen. nimm es und lauf einfach. Nein, tut es bitte nicht. So, ja, das war die Linie. 7 Minuten hat's gedauert, dann fahre ich die jetzt noch zurück. So. Und aber was im Gegensatz zu Amazon noch bei lokalen Herstellern, Elektronikfachmärkten und Mediamarkt und Saturn ist, wenn du bei Amazon was kaufst, zum Beispiel Spiele oder sei es irgendwas anderes, Filme oder so, die über 18 sind. Zahlst du 5 Euro für dieses über 18 Dings? Ja. Weil die dich ja dann nach deinem Ausweis fragen und so weiter. Beziehungsweise du musst ja dann an der Haustür bestätigen oder halt deinen Personalausweis kopieren und hinschicken, um zu verifizieren, dass du über 18 bist. Okay, musste ich nämlich jetzt nicht. Ich habe ja den neuen Perso, den digitalen. Und Crysis 3 gab es für 5 Euro bei Saturn und im Angebot, im Blitzangebot, und ich musste einfach nur die Nummern auf dem Personalausweis eingeben und zack, hat er es mir freigegeben. Also mit dem neuen muss man das nicht mehr, mit dem neuen Perso. Ach stimmt, ja. Also das geht mittlerweile. Da zahlen, musst du auch nichts für zahlen. Ich habe tatsächlich 5 Euro Crysis gekauft und mache jetzt momentan den Test Planet Run Crysis und er kann es. Yes! Kann alles! Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also das ist ja im Internet immer dieses Canadron Crysis. Das Spiel ist von 2000... Warte, ich guck's nach. Crysis 3 ist von... 2011. 2013. CryEngine 3, genau. Und ist eins der schönsten Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe. Also von der Grafik her. Und die Bitch ist damals auf keinem Rechner gelaufen, außer auf so NASA-Rechnern. Und bei mir läuft es. Und ich bin es momentan dabei durchzuspielen. Ich habe vor, da auch noch einen Livestream rüber zu machen. Ich weiß es aber noch nicht. Jetzt beschweren die sich hier wieder. Fahre ich so schlecht? Wie würde der anonyme Anrufer sagen? Ja. Das war ja auch komisch, ne? Alter, war das... Oh. Naja, wir haben ihn ja zurückverfolgt. Wir haben ihn gestellt. Keine Ahnung, was der wollte, ey. Vor allem, wo der meine Nummer her hatte. Ich fand das Bild bei Facebook einfach nur lustig. Krass, oder? Also, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder nicht ernst meint, aber er hat sich ziemlich für einen Terroristen ausgegeben, beziehungsweise für so einen ISIS-Kämpfer. Was ich schon ziemlich, ziemlich krass finde. Okay, lassen wir dieses Thema. Das können wir dann gesondert machen. So. Naja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas schnell braucht, guckt nicht immer bei Saturn. Es gibt auch, wir haben bei uns zum Beispiel in Düren, gibt es neben dem Saturn ein paar hundert Meter weiter Bora Computer. Und da kriegst du alles zum halben Preis, obwohl es ein Elektrofachhandel ist. Bora, Bora. Und der ist auch zum Beispiel bei Niklas in Leverkusen in der Nähe. Ja, müsste ich nur mit der Bahn fahren. Du kannst es dir auch liefern lassen. Aber ihr braucht mich gar nicht zu besuchen, ich wohne nicht in Leverkusen. Aber in der Nähe. Jetzt wissen alle, wo du wohnst. Es gibt nur 5 Städte, die da hier sind. Ja, muss halt nur ein bisschen suchen. Hallo? Sucht mal 5 Städte nach. So, wie gesagt. Da so rumherum.
Bora Computer. Guckt mal in anderen Geschäften, dafür gibt es ja auch das Internet. Und wenn ihr Sachen findet, zum Beispiel, versucht das mal zu holen. Die Virtual Reality Brille, die ich mir mal geholt habe, die kriegst du bei Saturn nicht für den Preis, für 21 Euro. Das kriegst du nur bei Amazon. Dafür kommt das Zeug aber aus China und sonst woher. Wenn ich mal ganz kurz so eingrätschen darf, wie war das eigentlich so? Lohnt sich das? Kann man das auch mit dem iPhone, oder? Gut, dass du fragst. Dazu gibt es ein Video auf dem Julpis 72 Technik-Kanal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Beschreibung. Liebe Danke, Zuschauer, Dick, das war perfekt. Das war echt perfekt. Lob mich in den Kommentaren, dass ich nachgefragt habe. Huldigt ihn. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch zurückkommen. Wir haben noch 3 Minuten. Jetzt muss ich aber auf die Tube drücken hier. Oh, jetzt habe ich 2 mal drauf gedrückt. Scheiße. Zurück. Baggersee. Oh Gott, da kommt einer. Oh oh. Kollege. Das Gute ist ja auch diese... nehmen wir jetzt mal Amazon, gibt es auch dieses Prime. Oh ja, Amazon Prime. Das ist richtig geil. Vor allem, okay, wir beide wohnen jetzt nicht in so einer Weltmetropole. Wir jetzt keine Ahnung, Düsseldorf, Hamburg oder so, also irgendeine Großstadt. Da kannst du ja, glaube ich, bis 12 Uhr bestellen und da kommt das schon so um 4 oder so. Das ist ja ganz gut da. Ja. Prime kommst du direkt am nächsten Tag. Oder machst Mitternachtsversand, das ist ja auch extrem, extrem gut. Ja. Was mich halt bei so Elektrofachmärkten stört, du musst halt in so einer gewissen Zeitspanne kommen. Und wenn du berufstätig bist, ist es halt natürlich etwas, Mittagspause musst du dafür opfern. Genau, die gute alte 30 Minuten Mittagspause. Darf ich jetzt Mittagspause machen? Ja. In die Stadt. Ab zum nächsten Bushaltestelle. Naja, das ist halt extrem. Getreidefabrik Prol und Söhne. Ich weiß, sieht man das hier irgendwo, wie viel das kostet? Ich guck mal gerade, ob ich das irgendwo rausfinde, die Preisliste. Von was? Bei Amazon, wie viel das denn so kostet ungefähr, wenn man jetzt... Versand. Prime-Versand, 29 Euro oder so. Oder? Ich Prime guck, kostet? Warte. Gut, dazu muss man sagen, Prime gibt's aber auch nicht auf allen Produkten. Ne? Das gibt's nur auf manchen, die wirklich... Das stimmt auch. ...von Amazon versendet werden. Hast du ja Rolle, welche Morning mal? Express, dann hast du den Same Day, der jetzt neu ist. Morning Express! Ja, Nee, das ist es nicht. Na, 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 ja, dann kannst du auch, ich guck hier Sam Day für Adressen in bestimmten Postleitzahlbereichen bieten wir für ganz eilige Sendungen eine Zustellung per Sam Day. Damit sie dir am gleichen Tag den Dildo noch in den Arsch stecken kann. Genau, ich wollte, so, du erhältst sie dann zwischen 18 und 21 Uhr, abhängig von Bestellzeit und Verfügbarkeit. Postleitzahlbereich, ja, okay. Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen. Bottrop und Kirchhellen. Entschuldigung. Dortmund, Lünen und Kastrop-Rauxel, wobei das eigentlich keine Weltstadt ist. Da ist wahrscheinlich zufällig ein Amazon-Sendezentrum. Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen. Ey, Niklas. Was? Wie kommt man am schnellsten nach Dresden? Weiß ich nicht. Steckst einen Finger in den Po in Dresden. Alter. Soll ich noch einen raushauen? Erzähl. Fragt einer einen Informatiker, wie ist denn das Wetter heute? Sagt der Informatiker, ja, Caps Lock. Caps Lock? Ja, Shift ohne Ende. Alter. Okay. Ja. Bitte fügen Sie jetzt hier Ihren individuellen Grillenzirpen-Theme ein. Ah, schön. Bitte tu es. Ich weiß nicht, okay, die willst jetzt was sagen. Konrad? Natürlich, Konrad Elektronisch.
Konrad. Konrad Adenauer. Nee, aber da haben die ja zum Teil auch echt sehr, sehr gute Rabatte und sind wirklich extremst kundenorientiert und freundlich. Was ist mit denen los? Normalerweise sind die auch immer scheiße teuer. Ja, teuer, aber... Hallo! Entschuldigung. Ja. Mich hat gerade nur so eine Hackfresse angeguckt. So. Oh, fuck. Konrad Elektronik. Ich kenne die nur als scheiße teuer. Okay. Apropos, da sehe ich ja gleich direkt schon einen guten Gamer-PC von denen. Die produzieren Gamer-PCs? Mhm. Ich empfehle euch immer noch, baut euch euren eigenen. Genau, liebe Leute, dazu kann ich gerade was sagen. Ich bin jetzt dabei, mir einen PC... Stopp! Machen wir in der nächsten Folge. ich bin Großmeister krass. Hat gesprochen. Warte, ich muss erstmal gerade rüberziehen und dann muss ich gucken, was ich hier dem hinterher kommt. Fahr dick Arsch. Also ich weiß nicht, wie das bei dir da in Düren oder wo auch immer du da bist, wo uns bei mir in der Stadt und auch in den umliegenden Dörfern gibt es nicht wirklich so Elektrofachhändler. Ja, wir haben einen bei uns in... Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, hier dieses Expert. Ja, das haben wir auch. Das Einzige, was wir bei uns haben. Wir haben noch einen privaten Handel in der Nähe, aber der Typ ist so ein Arschloch. Das ist wirklich, du kommst da rein, was willst du? Dann kannst du direkt wieder gehen, echt. Du guckst bei dem auf der Webseite, ja, das ist verfügbar. Und dann kommst du rein, nee, das steht ja nur so, damit die Leute vorbeikommen. Toll. Ganz toll. Super. Müssen sie bestellen, kommt in den nächsten 2 Tagen. Nö. Dann steige ich jetzt in den Bus und fahre nach Bora Computer. Bora. Weißt du, da fährst du mit dem Bus, fährst du nach Düren rein und wirklich, du fährst nach Düren rein, die 5., 6. Haltestelle hält vor Bora Computer, steigst aus, 15 Minuten später fährt der nächste in die andere Richtung. Genau richtig, weißt du? Okay. Ich wollte doch gerade die Episode beenden. Wo ist gerade sehe, ne? Bora Computer, das liegt relativ zentral an der Rathausgalerie in Leverkusen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Tja, siehst du? Da muss er einfach mal auf der Webseite gucken. Ja, allerdings lädt die Seite bei mir jetzt gerade nicht. Ja, ja, die ist ein bisschen langsam, aber die haben auch Tagesangebote, die haben Dauerangebote. Muss ich nachher mal gucken, Seite funktioniert nicht. So, Trump will ja auch das Internet abschalten, deswegen funktioniert das nicht. Was haben wir denn noch so für Themen? Service. So, warte, ich beende jetzt erstmal hier die Folge und dann geht's um Selbstbaucomputer. Das heißt, ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Episode geht's um Selbstbaucomputer, ich wiederhole mich mal wieder. Und ja, bis nächste Episode. Tschüss. 1,5 Millimeter Stahl. Was?